Miroslav Klose hat unter Bundestrainer Jürgen Klinsmann gespielt, genauso wie Lukas Podolski, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger. Per Mertesacker wurde unter Klinsmann sogar Nationalspieler und Joachim Löw ist noch immer mit seinem Vorgänger befreundet. Doch das alles soll am Donnerstag unwichtig sein. Wir werden definitiv auf Sieg spielen und alles andere, glaube ich, wäre auch allen anderen Nationen relativ unfair gegenüber. Auf Sieg will auch Jürgen Klinsmann spielen. Nach den guten Auftritten seiner US-Boys musste er sogar ein wenig auf die Euphoriebremse treten. Für das Spiel gegen Deutschland macht er den US-Fußballfans aber Hoffnungen. Wir nehmen die Herausforderung an. Wir sind gleich stark, um auf Augenhöhe gegen sie anzutreten. Wir kennen ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen. Die Schwächen im deutschen Spiel wurden beim Unentschieden gegen Ghana offensichtlich, vor allem bei den Gegentoren. Wir dürfen nicht so viel Ballverluste haben und auf jeden Fall natürlich auch eine gewisse Absicherung in der Defensive haben. Da haben wir zu viele Räume dem Gegner auch gelassen. Bastian Schweinsteiger dürfte wieder in die Startelf rücken. Philipp Lahm soll weiter im Mittelfeld spielen. Darauf hat sich Joachim Löw schon festgelegt. Und um sein Team auf das Gruppenfinale einzustimmen, ließ er nicht mit dem Ball, sondern ganz amerikanisch mit dem Ei trainieren.